Let's go. Ab geht's in die Kathedrale. Und wir sind tatsächlich nicht overlevelt. Ja, Kathedrale ist für mein oder unser Level ein ziemlich harter Dungeon. Ich soll jetzt kurz trinken, sagt er. Kurz warten auf den Himmel. Boah, es gibt aber 70 XP pro Mob, ne? Ist nicht schlecht. Okay, Priester ist wieder da. Und es sind ja teilweise die gleichen Mobs wie in der Waffenkammer, ne? Mit dem Myrmidon und sowas. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Hallo? Kurz um die Ecke laufen, damit der nicht ankast. Wir müssen sehr viel hier reinziehen am Anfang. Wenn wir hier rauslaufen, pullen wir halt von allen Seiten. Deswegen. Alles schön hier rein. Oh, ein Zitrin. Die ganzen Edelsteine kannst du aufheben für TBC, theoretisch. Und ich muss gleich mal dringend was testen. Ob es hier immer noch die Escape-Spots gibt. Und die gehen gegen alle Mobs bis auf die Caster. Die kann ich trotzdem hin. Nämlich diese Fische hier oben. Wäre noch wichtig zu wissen einmal. Okay, wie viel Wurf ab 140 habe ich noch? Okay. Ja gut, der ist alleine. Leute, ich kenne diesen Dungeon ziemlich auswendig. Ich habe so viel mit dem Hunter hier drin gefarmt. In SOD. Seid immer RNG, wie viele Mages hier sind und wie viele Melees und so, ne? Lümmel. Immer schnell um die Ecke brüllen. Mann, da passt noch mit denen noch mit dazu. Und wie gesagt, ich bin jemand, ich bin vor allem in Kathedrale. Wenn irgendwas oben schief geht, ja, musst du wegrennen. Und du musst unten lang rennen, deswegen. Ich bin eine Person, die lieber alles cleart. Bevor du am Ende wegrennst und irgendwie die Hälfte der Mobs dich chargen. Ne? Ich würde gerne testen, ob diese Fische noch LOS sind. Also ob die im Safe-Spot sind. Ich bin nämlich nicht sicher. Ja. Okay. Fish is still evade. The middle one. Not against caster though. Also auf diesen Ding könnt ihr euch raufstellen. Und dann evadet ihr. Hier. Also gegen Melee-Mobs. Wenn ich den jetzt zum Beispiel jetzt pulle.
Seht ihr, macht er nichts. Steht aber nur rum. Wenn ich jetzt runtergehe, kommt er angelaufen. Geh rauf, hört er auf. Ja, ist ganz gut zu wissen, wenn ihr irgendwie zu viel pullt, könnt ihr auf diesen Fisch rauf. Aber nur gegen Melees. Ja, Mages casten euch trotzdem an. Ja, die Mages müssen dann einfach die anderen Leute wegmachen. Wenn was schief geht, geht ihr einfach oben drauf. Sehr gut. Und ich muss auch sagen, je höher du kommst, desto mehr checken die Leute auch, was abgeht im Dungeon. Ist immer ganz nett. Dass der Rogue da direkt vorgeht, den da kickt und ranholt und sowas, das findest du im normalen WoW selten im Dungeon. Aber in HC-WoW, je höher du kommst, desto mehr, also desto geiler sind die Dungeon-Gruppen. Und desto mehr arbeiten die Leute auch mit und so, ne? Ist immer ganz cool. Ich meine, die können wir noch kurz mitnehmen. Haben wir unten alles durch. Ich glaube, es liegt auch mit daran, dass halt sehr schlechte Spieler aussortiert werden. Ich glaube, so super schlechte Spieler sind nicht unbedingt dann auf dem Level für Kloster und sowas. Ja, die meisten sterben vorher weg, das stimmt. Ja, Palmkopf hat hier viele Stunden drin verbracht. Ja. Ach, Palmkopf. Das war schon nice mit dem Hunter. Hat auch lange gedauert, bis wir es gelernt haben, ne, diesen Pull. Okay, und jetzt kommen die Centurios und die haben einen Schlachtruf. Ist aber nicht so wild. Mana passt, wunderbar. Ah, ganz entspannt durch. Wait, wieso ist der jetzt angelaufen? Wurde er durch diesen Shout gepult? Nee, ne? Gibt es einen XP-Buff? Nee. SOD gibt's einen. Leveln dauert genauso lang wie immer. Aber ist auch gut, weil die Levelphase ist ja das Beste daran. Deswegen ist es gut, dass es keinen XP-Buff gibt. Ihr könnt also auch hier hochspringen bei den Löwen. Da gibt es auch einen Safe Spot. Und wie oft will Blizzard noch Classic neu starten? Solange sie damit Geld verdienen, denke ich. Genau, der XP-Buff ist in SOD extrem hoch, ja. Kannst bestimmt am Wochenende ein scharf Level 60 machen. Mit der Dungeon hast du noch CD gesetzt, wenn du aus Dungeons geportet wirst, ja. Aber du wirst trotzdem rausgeportet, wenn dein Hearthstone auf CD ist.
Aber ja, dann hast du einen Cooldown drauf, genau. Aber SCD ist doch tot, oder? Nö. Also, der hat immer noch eine sehr stabile Spielerbase. Und morgen kommt neue Phase, genau. Morgen kommt Akku raus. Oh, vielleicht können wir morgen die Drachen töten, die drei. Aber morgen bin ich nicht lange da. Ich habe morgen einen Arzttermin. Morgen bin ich nur so bis 13 Uhr da. Na, mal gucken, vielleicht machen wir morgen SOD die Dragon-Phase. Also diese drei Dragon da. Die Weltbosse. Ja, waren okay, Philo. Kam nichts an. Also anscheinend war es okay. So. Also was mich in SOD abhält, ist kein vernünftiges Gruppensuche-Tool. Also ich habe, glaube ich, nie Probleme gehabt, da Gruppen zu finden. Es geht recht gut. Du meinst Gruppensuche im Chat überhaupt nicht, dann nimmst du auch das hier. Der Dungeon-Suchen-Tool. Das ist in SOD drin, genau. Das Bulletin Board brauchst du nicht mehr. Hast jetzt das, den Dungeon-Browser, ne? Sowas gibt es ja. Okay, das 21,4 Damage. Meine ist immer noch besser, ne? Oh, ich habe sie gewonnen. Dick Kohle. Ein Gold gibt es. Das gibt ein schönes Gold. Das Ding. Ja, vielleicht machen wir morgen dann eine Hardcore-Pause. Mal sehen. Vielleicht spiele ich morgen eine Runde SOD mit den Drachen. Aber viel ist ja nicht dazugekommen, ne? Ich glaube, die Dragons sind drinne und Akku 20 können wir vielleicht machen. Maybe. So. Unten haben wir alles geklärt. Perfekt. Auf das Ding. Boah, jetzt habe ich Bock. Jetzt habe ich Bock auf SOD morgen. Nice. Morgen blasten wir die Raids rein, oder? Akku 40 nicht, aber die anderen machen wir. Die Dragon und die... Und Akku 20. In welchen Server? Ich bin Living Flame in SOD. Living Flame Horde sind wir. Weil das Tor kommt erst Freitag, Akku kommt erst am Freitag. Ah, ja, dann wird es wohl kein SOD geben. Obwohl, die Drachen können wir machen. Weil Freitag ist ja hier... Obwohl, wir können es Freitagmittag machen, theoretisch. Wir können es am Freitagmittag machen. Ah, warte, das kommt am Donnerstagabend alles. Ah, okay. Also kommt es im Endeffekt am Freitag, weil es Donnerstagnacht kommt. Gut, dann machen wir das am Freitag. Sind denn morgen die Bosse da? Also die World-Bosse schon? Weißt du das? Weil PoE 2 kommt ja eh erst Freitagabend, richtig? Weißt du nicht, okay.
Okay, werden wir es wahrscheinlich Freitag machen. Okay, den weg. Und hier müssen wir auch schön den ganzen Raum clearen. Weil sobald du den Boss pullst, pullen alle Mobs mit rein. Sechster Dezember, Tempel Ankirai, Ruin und Nightmare Grove. Okay. 6. Dezember. Na gut, dann kommt's doch nicht morgen. Dann gehen wir SOD rein am Freitag. Freitag SOD Day. Und abends dann. Und dann am Samstag Path of Exile wahrscheinlich. Sonntag auch Path of Exile. Montag auch Path of Exile. Je nachdem. Ob's läuft und bockt. Cool. Freue mich. Wird nice. Hoffentlich. Den nach vorne. Wer von einem Raid? Entweder gehst du nicht raiden oder du hast halt keine Consumables. Oder musst du die selber farmen. Oder machst halt aus. Muss man dann gucken. Also ich würde es ausmachen. Auf 60 werde ich kein Cellphone mehr spielen. Wenn ich 60 kommen würde, weil... Dann kann ich auch ein bisschen handeln und sowas. Und Gold farmen und... Etc. Oh, diese nicht, ne?
Kurz gedacht, die sind vielleicht connected noch. Geht. So, da ist der Boss, den dürfen wir auf gar keinen Fall pullen. Wenn der gepullt ist, müssen wir rennen. So schnell wie es geht. Naturwiderstand. Die beiden. Ja, Blizzard released oftmals immer so Donnerstagnachts die Sachen, ja. Also bei uns Donnerstagnacht, in Amerika ist es halt früher. Deswegen auch jetzt so WoW-Versionen und so. Die kommen ja meistens immer Donnerstagnacht raus. Jetzt mal auf den Priester warten. Ready. Ich mag das, dass sie auch so Granaten und so mit reinschmeißen, die DDs. Echt eine sehr solide Gruppe, ey. Zehn Agi drauf. Holy. Die sind richtig gut. Braucht der Schurke auch. Die sind richtig nice, die Dinger. Einmal reingucken. Hier ist nämlich ein Lümmel drin. Hallo Lümmel. Und jeder Boss gibt halt XP, ne? Eigentlich müsste der viel XP geben hier. 2k oder so. Wenn er als Boss zählt, natürlich. Ja, 3k XP. Das ist, 14 Attack Damage drauf. Auch sehr gut. Okay, das war die rechte Seite. Müssen wir jetzt auf die linke. Den Kram noch wegmachen. Gab es bei dem Boss irgendwas zu beachten? Nee, ne? Ich glaube, der war ziemlich straightforward, der Boss. Da aus dem Weg, dann werden die gerettet, die Dümmel, die Typen. Ein 4 wäre nicht so wild, weil wir haben sowieso alles geklärt. Den gesamten Dungeon. Genau, ihn töten, dann wird der Gerätze nochmal töten und dann müssen wir ihn nochmal töten. Irgendwie so. Und dann kommt die Dame noch mit rein, ne? Ich meine, ich kann Tagedame einfach mit draufstellen. Wollte ich eh mal testen. Ich glaube, das mache ich mal. Ich teste mal Tagedame bei dem Boss. Was das bringt. Wie lange hält denn das Teil? 15 Sekunden, okay. Okay. Versuchen wir mal ein bisschen Rage zu sparen hier. Vielleicht kriege ich noch einen Hit. Okay. It's alright. Dann wollen wir.
glaube, wir haben alles geklärt. Den gesamten Dungeon, Leute. Mage Mana und dann go. Ja, da droppt er diese geilen Dinge, ne? Okay, gib ihm. Da ist nämlich die Sache, der ist 42. Und der ist über meinem Level. Das heißt, ich hitte ihn nicht so gut, aber das Gute ist, dass wir einen Retri dabei haben. Und der Retri ist normalerweise nur der zweite in der Akro. Ne? Also haben wir im Endeffekt zwei Tanks hier drin. So. Und jetzt kommt hier die White Man raus. Die haben einfach beide keine Hose an. Das ist so nice. Genau wie ich gerade. Da ist einfach das Gamer-Leben, ne? Das sind einfach beides Gamer, glaube ich. Tiefer Schlaf. Jetzt kommt der Retz. Und jetzt mache ich mal ein Target-Dummy rein. Ich will mal testen, wie gut es funktioniert. Okay, es hat einmal einen Hit genommen und dann war es vorbei. Also es funktioniert nicht so gut. Reinluten, weil der droppt ja die Sachen. Also bei Bossen lohnt es nicht, aber ich denke, wenn du viele Mobs hast. Helm haben wir gekriegt, ja. Jetzt hat er nochmal eine Bubble. GG, thanks for the run. Geile Sache. Und wir kriegen jetzt eine richtig fette Axt. Aber eine richtig fette Axt. Oh, das Schild. 1500 Rüstung. Yo. Das ist insane. Meins hat wie viel? Meins hat 700. Richtig big. Und jetzt kriegen wir den hier. Knochenbeißer. GG's.